Jetzt habe ich die Zeichenqualität hier verbessert, indem dass ich diesen Canvas an meine effektive Bildschirmauflösung angepasst habe. Beim zweiten ist das nicht so, und wenn ich jetzt das noch einmal schreiben müsste, alles für den zweiten Canvas, und wenn ich noch mehr Canvas hätte, dann wird das total mühsam. Was ich jetzt probieren möchte, ist, dass ich diese Optimierung, das sind diese Zeilen, dass ich daraus eine Funktion mache, die ich auf jeden Canvas anwenden kann. Und ich probiere das einmal, indem ich zuerst eine Funktionsdefinition hier mache, eine Deklaration einer Funktion. Da gebe ich einen Namen, zum Beispiel Optimize Canvas. Und ich nehme an, dass ich wahrscheinlich dieses HTML-Element, den Canvas hier übergeben muss, damit ich den Funktionsaufruf mit irgendeinem Canvas machen kann. Und das nenne ich mal CNV. Und dann kommt der Funktionskörper und da kopiere ich mal diese Zeilen hinein. Einzüge reparieren mit Alt-Shift-F. Das war die falsche. Das war nicht Alt-Shift-F. Ah, ich habe Command-Shift-F gedrückt. Alt-Shift-F. So. Und jetzt werde ich hier einiges ändern müssen, nämlich hier die 1 weg. Vielleicht reicht es, wenn ich überall einfach die 1 ersetze oder wegnehme. Also beides ist jetzt wieder unscharf geworden. Fehlermeldungen habe ich nicht. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das so aufrufen kann, indem ich sage Optimize Canvas und dann als Argument den ersten Canvas. Aha, das geht nicht. Uncalled Reference Error, CTX is not defined. Und jetzt schauen wir hier einmal genauer hinein. Also, CNV kriegt dieses Ding hier und das funktioniert dann auch bis hierher, aber auf Zeile 39, da brauche ich die Zeichenfläche und nicht das Canvas-Element. Jetzt kann ich hier ausgeschrieben get context 2D hineinschreiben und das müsste doch gehen. Also ich muss es nicht extra in eine Variable speichern, dieses Kontextobjekt. Ich kann das hier auch alles mit der Punktschreibweise aneinander reihen. Das funktioniert sehr gut und dann probieren wir, ob es auch mit zwei Canvas geht. Und hier heißt es jetzt: Can't access lexical declaration CNV 2 before declaration. Ja, das ist natürlich erst hier unten wird das deklariert. Also könnte ich ja sagen, ich nehme das hierhin, sobald ich das Canvas-Element in die Variable hier, der Variable zugewiesen habe und den Kontext angefasst habe, dann wird das optimiert, bevor ich hineinzeichne. Und hier oben platziere ich diesen Funktionsaufruf, damit das möglichst einheitlich ist, ebenfalls gleich hier. Und die Deklaration der Funktion, die nehme ich ganz an den Anfang meines Skripts. So, dann kann ich hier vielleicht diese Zwischenzeilen entfernen
So, jetzt habe ich so eine Helferfunktion und wenn ich mehrere solche Canvas in meinem Programm habe, dann kann ich immer, sobald ich den Canvas hier der Variablen zugewiesen habe, diese Funktion aufrufen, um das zu optimieren. Und dann ist es eben nicht mehr so eine Sache, dann ist es nur noch eine Frage eines Funktionsaufrufs.